alle Jahre wieder treten unzählige Radsportbegeisterte bei der Tour de Mur in die Pedale. Die erste Etappe von St. Michael im Lungau bis in die Arena zählt mitunter zu den schwierigsten. Gott sei Dank gibt es Ladestationen wie hier in Unzmarkt, wo die Firma Gigasport für die Verköstigung der vielen Radsportler sorgt. Die Herrschaften haben sich schon gestärkt bei der ersten Etappe von der Tour de Mur. Warum fahren Sie mit? Bestens. Weil Radfahren sowieso ein Hobby ist für mich. Und wir sind heute schon 6. Mal dabei. Ich muss sagen, Organisation war in der Vergangenheit auch immer sehr, sehr gut. Aber heute ist es besonders gut, muss ich sagen. Ja, sehr gut. Muss man sagen, es sind gute Labestationen. Ganz toll heuer gemacht. Super, da ist das Radfahren noch lustig. Welches Resümee können Sie bis jetzt ziehen? Das Resümee ist, dass wir ein tolles Team hinter uns stehen haben und einen neuen Teilnehmerrekord begrüßen können bei der Tour de Mur. Und alle Radfahrer nützen den schönen Tag heute und die tollen Ladestationen. Wir haben zusätzlich 2 Ladestationen eingebaut. Was glauben Sie, macht die große Faszination der Tour de Mur all diese Jahre lang schon aus? Dass es kein Rennen ist. Das ist ein Familientag, ein wunderschöner Radtag für Jung und für die Älteren. Rainer, du bist heute mit dabei bei der Tour de Mur. Warum fährst du heute mit? Weil es Spaß macht. Wo bist du mitgefahren? Von der ersten Raststation. Und wie ist es dir bis jetzt gegangen? Sehr gut, und dann habe ich auch mit schnell treten, ja, und dann ist mir ein bisschen warm geworden, sagen wir so. Wie ist es Ihnen gegangen bis jetzt? Ganz gut, super, keine Probleme für sich. Ne? Sind Sie vom Start weg mitgefahren oder eingestiegen? Nein, vom Weg, ja, vom Start weg. Ja. Warum fahren Sie überhaupt mit bei der Tour de Mur? Ja, weil es mir Spaß macht, und für sich. Ich fahre schon öfters mit. Ist schon das 10. Mal, wo ich mitfahre. Herzlich willkommen in Fonsdorf, heißt es für die über 1000 Teilnehmer der Tour de Mur. Und mit diesem Bogen hinter mir ist das Zeichen gesetzt, dass die erste Etappe zu Ende ist. Jetzt wird gefeiert mit dem großen Radlerfest. Es ist heute wirklich ein Freudentag für alle und man hört wirklich nur positives Echo, positive Feedbacks, also es ist ganz fantastisch. Und ohne Gigasport, ja, du hast schon recht, da geht mittlerweile gar nichts mehr. Wir sind wirklich der Garant dafür, dass diese Veranstaltung wirklich familienfreundlich abläuft. Ich muss an der Stelle muss ich wirklich sagen, also das ist ein Teamwork, das da stattfindet. Die Mitarbeiter vom Gigasport, die Mitarbeiter vom Tourismusverband oder die Mitarbeiter von der Chili Lounge und alle, wie sie sind. Das Deko-Team aus Graz. Also, man muss wieder mal sagen, und das ist in der Früh uns wieder bewusst worden, das Ganze funktioniert nur als Team, das funktioniert nicht als Einzelperson, sondern das geht nur gemeinsam. Und wir sind alle so wirklich so froh, dass alle zusammenhalten und dass unter uns alle dass eine positive Stimmung herrscht, trotz des Feiertages, und das macht einfach positiv und es ist ein schöner Tag. Der Wettergott war es uns ja hold, also ein Traumwetter beim Start, den wir heuer neu gehabt haben in St. Michael. Es waren über 1100 Starterinnen und Starter oben und wir sind ja ganz happy, weil alles gut angenommen worden ist. Wir hören positive Kritik und das macht natürlich auch wieder uns so stolz, dass wir weiterarbeiten und wieder mit neuer Motivation dran gehen. Viel Lob hat es ja auch für die neuen Ladestationen gegeben. Was wurde da genau verändert? Ja, wir haben neue Ladestationen zugenommen. Es ist uns gelungen, das sind wir dankbar, in Mura am Kreisberg den Tourismusverband dazu zu gewinnen, der wirklich Tolles geleistet hat, mit Musik, mit tollen Brötchen. In Unzmarkt der Bürgermeister selber mit seinem Team, mit dem Tourismusverband, dafür gesorgt hat, dass die Ladestation gut angekommen ist. Ja, also was willst du mehr? Christoph, das erste Mal mit der gesamten Organisation der Tour de Mur betreut. Wie zufrieden seid ihr? Ja, sehr zufrieden. Über 1000 Radfahrer auf der ersten Etappe. Vollkommener Erfolg, also Teilnehmerrekord. Das Wetter passt, also es war rundherum alles bestens bei der ersten Etappe. Es hat ja Neuerungen gegeben, auch bei den Ladestationen. Warum hat man sich dazu entschieden? Ja, wir wollten es familienfreundlicher gestalten. Wir wollten es einfacher gestalten für die Familien. Wir wollten mehr Familien ansprechen und das ist uns sehr gut gelungen. Und das Fest hier in Fonsdorf ist wieder einsame Spitze. Grün 290. Grün 290. Ein steirisches Grün. Ja, super. Gratuliere! Wunderbar! Von wo kommst du? Aus Lobling. Aus Lobling, ja, eingeboren aus dem Bezirk. Tag
Tag 2 der Tour de Mur 2012 und während die Arena langsam zum Leben erwacht, sitzen hinter uns schon die ersten Radlfahrer beim großen Frühstück. Gestärkt geht es heute weiter bis nach Graz. Sie haben Ihr Rad beim Gigasport über Nacht eingestellt. Warum? Wir kommen aus Saubach, also gleich 20 Kilometer weg. Und der Service ist da super. Mann, das ist echt sehr praktisch. Sonst muss man wieder alles mit haben, nehmen und so. Und das ist wirklich super organisiert, muss man sagen. Was habt ihr euch jetzt heute vorgenommen für die zweite Etappe? Wie legt ihr es an? Ganz kommod eigentlich. Es sagt eigentlich recht warm an. Gell? Alles Gute! Vierte, ciao! Servus! Vierte, verfahren, vierte!